Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Berghuhn. Diesmal nehmen wir euch mit auf ein paar wunderbare Wanderungen im Apennin in Ligurien. Viel Spaß mit diesem Video. Die Aussicht ist echter Wahnsinn heute. Da in der Mitte waren wir schon droben. Und jetzt geht es hier weiter. Entlang des Bergkamms. Und da ist er schon, der Monte Ramacetto vor uns. Der Weg ist zwar schlecht beschildert, aber wunderhübsch. Geht es an den Bach und teilweise durch den Bach immer wieder mal rüber. Hier so durch das Tal. Total im Grünen, im Schatten.
perfekt bei der Hitze heute. Also ohne gute Wanderkarte oder Navigations-App würde man hier den Weg nicht finden. Der Weg war gar nicht so leicht zu finden, oder? Aber wir finden dafür sehr viel Wildschweinspuren. Also der halbe Wald ist hier gefühlt umgepflügt, das ist echt der Wahnsinn. Und dieses Jahr, scheinbar durch Corona, werden die nicht gejagt oder nur ganz wenig und vermehren sich extrem. Wir haben sogar bei Portofino welche gesehen, so zwischen den Wilden sind die rumspaziert, war echt irre. Und heute auch wieder jede Menge Spuren, aber zum Glück haben wir noch kein Schwein getroffen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine geniale Aussicht. Wir sind kurz unterhalb vom Monte Ramacetto. Ein bisschen Wind geht jetzt auch etwas kühler. Und ein Wahnsinnswetter. Eigentlich waren heute Gewitter angesagt, aber es sieht jetzt gar nicht danach aus. Und es ist schon Mittag. Blauer Himmel. Über den Kamm da vor uns sind wir gerade gelaufen. Da verläuft der alte Via dei Monti Liguri. Wirklich wunderschön. Aber sauber rauf und runter. Der Weg hier ist wirklich ein Traum. Wenn es nicht so diesig wäre, würde man hier perfektes Meer erkennen. Das Luft hier nicht weit weg, vielleicht 20 Kilometer. Direkt vorne in der Bildmitte ist Chiavari. Ungefähr hier der Monte Satta, da waren wir drauf. Mit seiner Quelle. Wunderschön mit dem Blick auf den Monte Iona hier in Bildmitte endet unsere insgesamt vierte Wanderung jetzt in diesem Urlaub. Wir waren auf dem Monte Satta, den sieht man sogar, wenn ich mich etwas aufrichte und darüber schaue. Ja, jetzt kommt er gerade ins Bild, direkt hinter dem Baum sieht man den Monte Satta, das war unsere erste Tour. Auf dem Monte Iona waren wir noch nicht, vielleicht schaffen wir es ja noch. Und gerade kommen wir vom Monte Ramacetto runter, war eine super Tour, extrem schattig, wir waren ganz überrascht. Obwohl es sehr heiß war, ging es wirklich gut zu laufen, weil wir waren vorgestern bei Portofino unterwegs über die Halbinsel und es war extrem heiß, also wir waren fix und fertig durch die Hitze einfach danach. Das war heute schon deutlich angenehmer, weil man einfach die meiste Zeit über 1000 Meter ist. Da ist es einfach dann ein bisschen klarer von der Luft. Auf dem Weg zum Monte Iona machen wir schon die erste Pause. Nach einer Stunde, aber was für eine Aussicht. Unsere letzte Tour in diesem Urlaub. Da im Hintergrund würde man es mehr erkennen, wenn es nicht ganz so dunstig wäre. Und durch diese geile Landschaft sind wir hochspaziert. Genau über diesen Kamm, da wo der Wald so schön zu sehen ist hier vorne. Da sind wir entlang gelaufen. Bis hinten rüber, über die Kuppe. Wunderschön. Und hier sieht man noch was, genau in Bildmitte. Dieser Zacken, dieser höchste Gipfel, der Monte Ramacetto. Da waren wir schon droben. Ja, und der Monte Iona, wo es heute rauf geht, ist ein bisschen rechts. Noch nicht ganz zu sehen. Aber da geht's jetzt weiter.
wunderschön. Da links im Bild kommt er jetzt schon zum Vorschein. Der Monte Iona, also nicht der eigentliche Gipfel, der ist ein bisschen dahinter, aber nicht mehr viel. Und jetzt schauen wir einmal rum. Bildmitte sieht man Stausee. Links im Bild das etwas felsige, der höchste, jetzt, der jetzt genau in der Mitte ist, der Monte Ramacetto. Ganz links am Horizont der höchste Gipfel, der ist so 600 Meter, das ist bei Portofino. Sprich, dahinter ist schon das Meer und er ahnt es eher, weil es so diesig ist. Und diesen wunderbaren Grat hier oder breiten Rücken sind wir hochgelaufen. Ein toller Berg. Das Dunkle ist der Monte Satta. Sieht man so von links nach rechts eine gewisse Schneise durchgehen. Das ist eine Stromtrasse. Das soll der schönste Buchenwald Liguriens sein. Wir sind durchgelaufen, aber wirklich toll. Schwenkt man mal weiter rüber. Recht diesig heute. Es soll auch noch gewittern. Wir werden sputen, dass wir weiterkommen. Super, wir haben es geschafft. Wir sind am Gipfel des Monte Iona, der Südgipfel. Hier gibt es zwei, einen nördlichen, einen südlichen. Wir haben uns jetzt für den südlichen entschieden. Eine super Aussicht. Da drüben sieht man noch den Monte Penna. Auf dem waren wir auch schon. Jetzt schauen wir einmal hier rum. Aber wir werden nicht allzu lange hier bleiben, weil man sieht schon diese Quellwolken. Vor 10 Minuten gab es noch gar keine und jetzt sind schon welche da. Heute sollte es noch Gewitter geben. Und Richtung Süden, beziehungsweise Richtung Meer, zieht es auch zu. Da war es vorher noch klar. Deswegen bleiben wir nicht allzu lange hier. Nach der Pause geht es dann weiter. Kleine Überraschung hier, der Originalweg ist gesperrt, es ging gerade ewig steil bergauf, auf der Südflanke, brutal heiß. Jetzt kommen die Gewitter vielleicht doch noch, so wie der Himmel aussieht. So, man sieht hier wunderbar eine riesen Gewitterwolke, die sich gerade bildet. Es rumpelt und grummelt schon eine ganze Weile. Wir sind fast zurück beim Auto. Kleine Fazit hier von der Tour auf dem Monte Iona war wunderschön. Allerdings eine unerwartete Umleitung gab es noch auf dem Rückweg. Das waren bestimmt nochmal 250, 300 Höhenmeter extra. Und das Gewitter kam jetzt auch schon. Also wir sind wirklich fast schon gejoggt, dass wir es daher geschafft haben. Aber jetzt sind wir gleich beim Auto. War ein super Tag, tolle Tour. Jetzt freuen wir uns dann auf die Dusche bzw. noch auf ein Bad im Meer. Wir sind auf dem Weg zum Monte Satta. Ganz schön heiß. Was? Na, falsch. Ja, der Macchetto. Also noch einmal neu. Schon super, so eine Pause.
ganz schön heiß heute. Judith beämmelt sich. Das liegt an der Hitze.